Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lahn und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg, den wir einmal finden unter Tiefen und dann Wolf Inn. Und hier haben wir einmal das Achievement im Brand des Todes. Und für dieses müssen wir Folgendes machen. Belebt Bran Bronze bald wieder, nachdem er ohnmächtig wurde. Das können wir in jeglichen Tiefen abschließen. Und ich habe mir jetzt einfach mal hier den Terrorschacht rausgesucht, ne? Der ist einmal in den schallenden Tiefen, aber wie gesagt, es geht in anderen Tiefen auch. Und jetzt müssen wir schauen, dass Bran einmal stirbt und dann müssen wir ihn einmal retzen. Als Idee ist das, glaube ich, relativ easy. Als Tank ist das ein bisschen kacke, weil man ja ständig die Aggro hat. Und wir gucken jetzt mal, ob wir Bran irgendwie da gekillt kriegen. Na gut, jetzt haben wir hier nur einen Mob. Schauen wir mal, dass er die Aggro kriegt. Eventuell haut er den dann weg. Ah ja, jetzt hier. Also. Wir müssen uns selber jetzt ein bisschen... Oh, warte mal, ich heile mich mal selber ein bisschen gegen. Ah, er hat den Mob gekillt. Okay, das ist immer ein bisschen blöd. Ich habe ihm extra hier dieses Wut im Brande Totem draufgehauen. Schauen wir mal, dass der hier vielleicht ein bisschen draufhaut. Komm, tötet Bran. Ah, er hat Aggro, sehr schön. So, jetzt seht ihr, wie das aussieht. Wir haben jetzt quasi einmal hier dieses Bewusstlos... Und jetzt ist es so, dass wir, wenn er das macht, einmal ihn anklicken müssen und das durchcasten. Ne? Das ist teilweise ein bisschen tricky, weil die Mobs uns jetzt alle hauen. Und sobald wir das durchgecastet haben, dann haben wir ihn geretzt. Er kommt direkt wieder raus und ihr kriegt das Achievement. Mehr ist es tatsächlich nicht. Ich hatte das mit dem DD relativ häufig bekommen, ne? Als ich Bran einfach so ein bisschen tanken lassen habe. Jetzt mit dem Main als Tank ist es tatsächlich ein bisschen tricky, ihn sterben zu lassen. Wenn ihr dasselbiges Problem habt, dann wählt diese Wut und Brand der Götze aus. Dann macht er sich die ganze Zeit selber Schaden, solange er im Kampf ist. Und rödelt sich halt langsam runter. Ne? Also das kann ich tatsächlich echt empfehlen. Genau. Ja, gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachspielen. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.